Hallo meine Lieben und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, eure Lola und heute für euch habe ich ein Full Face nur mit österreichischen Produkten. Das heißt, ich habe für euch heute zwei Marken ausgewählt, die ihr höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland habt. Ja, und wir werden so einen Vergleich machen, denn am Start ist heute die Claudia, die Magitta und die Cori Lady. Wir drei machen so einen Vergleich, das heißt die Claudia und die Magitta schminken nur mit deutschen Produkten und ich und die Cori Lady werden nur mit österreichischen Make-up-Produkten schminken. Ja, ich bin einmal gespannt, was die Mädels zaubern werden und ich bin auch gespannt, denn ich habe bis jetzt eigentlich noch nie ein Full Face gemacht. Und ich habe mir überlegt, damit es auch ein bisschen für euch interessanter wird, habe ich mir überlegt, dass ich die Produkte von Look by Bieber verwende und zusätzlich noch Produkte von SheStyle, denn SheStyle ist in DM vertreten, das ist auch eine österreichische Marke und ich glaube auch nicht, dass ihr das in Deutschland habt. Wenn ja, könnt ihr mir es gerne schreiben, aber ich habe schon ein paar Mal mit deutschen YouTuberinnen gesprochen und die haben gesagt, dass sie SheStyle Zone nicht haben in Deutschland. Würde mich interessieren, wenn ja, dann belehrt es mich den Besseren. Ja, und ich würde sagen, wir legen mal los, denn ich habe hier einige Produkte vor mich liegen und wir werden uns heute mit der Palette schminken, die ich mir gestern bei DM geholt habe. Das ist die SheStyle Zone. Das ist ziemlich neu, die gibt es nicht einmal ein paar Wochen, ist die am Markt. Ja, dann legen wir mal los und zwar habe ich mich entschieden für einen Primer, der hat so kleine Kugelchen, die platzen aber dann, wenn man sie dann verschmiert, die platzen dann im Gesicht. Also die, und das ist so ein Correcting, da die Kugelchen rot und grün sind, passen sie sich sehr dem Gesicht an. Ich habe diesen Primer schon öfters hergeschenkt in Tauschpaketen. Viele haben sich gewundert und sich gefragt, oh Lola, was ist das? Könnt ihr das sehen? Ja, aber ich liebe diesen Primer, der ist wirklich sehr gut und auch sehr viel ergiebig. Also ihr könnt sehen, dass dass er einen sehr schönen Glanz auch macht. So, ich bin jetzt sehr gespannt, denn ich habe von der Marke SheStyle Zone noch nie etwas getestet. Ich glaube, dass ich euch das gestern sogar auch in DM gezeigt habe, denn ich wollte unbedingt mal ein Full Face machen. Aber jetzt ist es genau die richtige Gelegenheit und ich habe mich entschieden für das hellste 101 Sand. Ui, der schaut sehr, sehr dunkel aus. Leider habe ich keinen anderen Make-up von denen oder von Bieber. Dann müssen wir mal so, dann müssen wir mal mit denen arbeiten, da bleibt mir nichts viel über. So, ich möchte heute eigentlich einen leichten Look zaubern, nicht einen Look, den ich dann heute auch den ganzen Tag tragen kann. Also etwas Schönes, Orangenes oder Helles habe ich mir überlegt. Aber das Make-up ist gar nicht so dunkel. Viele verwenden zum Make-up einen Schwarm. Mache ich auch gerne, aber ab und zu habe ich das lieber, weil ich das da so halten kann. Und der Schwarm ist auch okay, aber ich habe mir ist der persönlich ein bisschen lieber. So. Da merkt man ein bisschen den Unterschied, würde ich sagen, aber es ist nicht so schlimm. Aber er ist jetzt nicht so gut deckend. Also das muss man sagen, also da bin ich auch ehrlich. Gut deckend ist er nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil ich lieber auch andere Produkte kaufe als diese Marke. Und das Make-up hat gekostet 3,95 €, das heißt, er war jetzt nicht so teuer. Aber man kriegt für Essence auch schon so ein Make-up. Ja, also es ist mehr so natürlich, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so stark abdenken, aber ich glänze hier noch ein bisschen im Gesicht. Aber ja, naturell Make-up, okay, gut. Was ich aber habe von Look by Bieber ist ein Creme Multi Concealer. Ich habe gehört, dass das sehr gut sein sollte. Der kostet schon 4 €. Da bin ich gespannt.
Da bin ich wirklich gespannt, wie sich der so macht. Und dafür nehme ich eine andere Bürste, klopfe das so ein bisschen hinein. Ich habe Fenster offen, weil ich bin, wir sind im dritten Stock, es ist sehr heiß heute. Und dass ein bisschen Luft kommt, weil wenn keine Luft da ist, ist es wirklich sehr, sehr, sehr hitzig und man hat irgendwie das Gefühl, man ist wie in der Sauna. Der Concealer gefällt mir wieder und das ist so ein schöner Concealer, muss ich sagen. Auch in einer ganz komischen Form. So. Dann habe ich mich entschieden für den 3-in-1 Design. Das ist von G-Style, so ein Augenbrauen-Eyeliner und Kajalstift. Bin ich sehr gespannt, was das jetzt kann. So, ich glaube, dass ich meinen Spiegel vergessen habe, was aber nicht so schlimm ist, denn ich habe hier meine Beauty-Kiste voller Make-up und ich bin mir sicher, dass die irgendjemand von einer Palette hat sicherlich eine Schminke, ein Spiegel. Ja, da habe ich von Catrice. So. Gut, dann legen wir mal los. Ui, der macht aber schöne Augenbrauen und er ist nicht so. Er ist schön cremig. Er lässt sich wunderschön einschmieren. Man muss nicht viel drücken. Gefällt mir sehr gut. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist She-Style Zone 3-in-1 Design. Falls da jemand nachkaufen will, ich zeige euch das jetzt einmal. Der hat gekostet 2,95 € würde ich jetzt sagen. So, dann probieren wir mal aus, ob der gute Stift auch hier unten noch was kann. Ja, gefällt mir sehr gut, lasst sie sehr schön verblenden. So, dann habe ich von Lupe Piper so kleine Lidschattenpinsel. Ich liebe die, weil die sehr weich sind und sehr viel Farbe auch geben. Weil ich bin drauf gekommen mit dem anderen Pinsel, was ich gehabt habe von Action letztes Mal, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Pinsel mir sehr viel Farbe abgenommen haben und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt einmal diese Weichen gefunden habe beim Look beim Bieber. Und zwar werde ich jetzt einmal das Braun vielleicht ein bisschen hierauf geben und dann entscheide ich mich vielleicht ein bisschen für das Rosa oder für das Orangene. Muss ich schauen. Ich brauche auch meinen Spiegel. Ohne Spiegel ist die Frau nicht Frau, ne? So, und dann möchte ich schauen, welche Farbe soll ich mir raufgeben. Ich glaube, ich entscheide mich doch für das Rosane, weil es soll ein zarter Look heute sein. Es soll heute nicht so ein knalliger Look sein, so dass ich heute auch noch einkaufen gehen kann. Mit einem wunderschönen zarten Look, würde ich jetzt sagen. So, dann gehe ich ein bisschen im Weiß rein und gebe es mir ein bisschen in den Augeninnenwinkel.
Jetzt bin ich gespannt auf der Wimperndusche. Die Wimperndusche habe ich mir genommen von She Style Zone Volumen Extra. Bin ich gespannt. Kommt eine wunderschöne Bürste entgegen und schauen wir mal, wie sich die tut. Da fahre ich aber jetzt noch einmal rein in der Bürste. Also die Wimperndusche kann man jetzt nicht klagen. Die Wimperndusche ist genauso wie jede Wimperndusche. Also sie macht jetzt nicht diesen Wonder-Effekt oder so, aber sie ist ganz okay, muss ich sagen. Dann gab es die drei verschiedene. Ich werde euch die einblenden, da könnt ihr circa sehen. Ich habe mich für die entschieden, für Waterproof. Dann hat es gegeben von She Style Zone so ein Augenbronze-Set, Waterproof, das ist so ein Puder, den könnte man noch ein bisschen raufgeben, dann wäre das Ganze ein bisschen intensiver, aber ich habe gesagt, ich will heute nicht, weil ich habe gesagt, ich will heute ein bisschen dezenter bleiben. Dann habe ich bei Bipa von Be Pretty, die Marke gibt es leider nicht mehr bei Bipa, da war wirklich ein eigener Ständer, die haben wirklich viel gehabt. Und dann fahre ich da bisschen so in Mitte rein, damit ich da ein bisschen so einen Glanz oder einen Glow habe, besser gesagt. Man könnte den jetzt auch als leichten Highlighter auch verwenden, also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, man kann das auch für mehrere Sachen verwenden, es ist nicht so, dass man es jetzt nur fürs Auge, für den Augenlid verwenden kann. So, ich brauche jetzt noch ein bisschen Lippenstift und da habe ich mich entschieden von Bipa. Dieses Glossy Summer Lipstick kommt in einer wunderschönen Verpackung, so richtig sommerlich mit so kleinen Muscheln. Und da hat man wirklich die Farbe zugesagt. Das ist die Farbe 020. Allerdings gibt es jetzt bei Bipa einen Sommer Glow Bronzer. Den habe ich der lieben Claudia geschenkt. Werde ich mir überlegen, ob ich mir den Bronzer nehme, weil er hat auch eine wunderschöne Einkerbung drinnen. Der Lippenstift ist wunderschön. Wunderschöner Lippenstift. Also ich weiß, dass von Look by Bipa die Lippenstifte und die Nagellacke immer sehr gut sind. Beim Concealer sage ich, okay, die Wimperndusche hätte vielleicht ein bisschen mehr peppiger sein können, also ein bisschen mehr. Was mir nicht gefallen hat bei den Produkten war das Make-up, also es deckt jetzt nicht so und es hat hier noch immer meinen Glanz. Also ich bin nämlich im Sommer sehr, sehr, also ich habe sehr viel Glow im Sommer, also ich schwitze auch sehr viel, also da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber ich hätte das jetzt auch mit vielleicht so einem Fixpuder abdecken können, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich habe leider keinen passenden gefunden. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt noch schnell ins Bad gehen, mir noch schnell die Haare zurecht machen und dann würde ich euch den fertigen Look zeigen oder vielleicht sogar auch ein Foto machen. Ja, ich bin jetzt fertig mit meinem Look. Wie gefällt euch der Look? Das ist also ein leichter Look. Es ist jetzt nicht so ein Boom-Bam, wie ihr es wahrscheinlich gewöhnt seid. Aber trotzdem ist es ein wunderschöner Look, wo ich sagen kann, ich kann auch mit dem wunderschön im Alltag spazieren gehen, ohne dass ich Angst habe, dass irgendwo die Schminke kaputt geht oder so. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob das haltet. Mir hat der Stift am besten gefallen. Der ist wirklich 3 in 1, sehr praktisch, auch wenn man irgendwo unterwegs ist, dann hätte man Augenbrauen und unter den Lid etwas, also sehr praktisch, kann ich nur wärmsten empfehlen. Ja, ihr Lieben, ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden und ich schaue jetzt einmal rüber, was die Mädels gezaubert haben und ich blende euch noch das fertige Bild ab, wenn ich meine Haare öffne und da würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Eure Lola, nicht vergessen, bei den Mädels vorbeischauen.